So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück. Ach so, okay. Hat gerade nur ein bisschen anders ausgesehen, weil meine Aufnahme-Update sich abgewehrt hat. Ich wollte sagen, mein Aufnahmeprogramm hat sich abgedatet. Egal. Ich stehe hier auf der Spitze von unserem kleinen Häusli hier. Und ich glaube, ich werde hier mal gerade ein paar Blöcke holen, um da oben mal aufzufüllen. Und ich glaube, ich möchte auch hier mal zwischendrin ein bisschen ordentlich machen, dass wir hier keine Hässlichkeit mehr am Start haben. Daran muss ich mich erstmal gewöhnen, dass ich hier einfach jetzt drüber laufen kann. So, dann einmal runter ins Loch. Und Dunkeleiche brauche ich für das. Und ich glaube, für den Dachgiebel oben nehme ich einmal sowas hier. Wieder Frosch im Hals. Mega. So. Kurz landen. Und dann würde ich hier einmal gerade den hier machen. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich flatter mal gerade rüber. Ich glaube, wir haben hier noch Knöpfe, oder? Weil ich muss ja irgendwas machen, um hier dafür zu sorgen, dass da oben drauf nicht lauter Kollegen spawnen. Nachts, weil das ist nämlich ein bisschen problematisch, wenn man da lauter Freunde hat dann, die dann da oben drauf rumchillen. Jetzt habe ich natürlich wieder genau in dem Moment, wo ich die Aufnahme anfange, habe ich einen Frosch im Hals. Aber das ist tatsächlich, momentan, weil ich um 5 Uhr morgens aufnehme, weil ich jetzt meinen Schlafrhythmus wieder zurückgedreht habe, aber jetzt ist er halt in die andere Richtung kaputt. Das heißt, jetzt ist es halt so, dass ich halt stattdessen um 5 Uhr morgens aufstehe und, ja, und um, keine Ahnung, 20 Uhr oder so ins Bett gehe. Von daher, wie man es macht, macht man es falsch, ne? So wie es aussieht. So. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt tatsächlich. Aber ich lasse es gerade mal so. Und dann hier. Ja, ne? Entschuldigung. Gerade mal ein bisschen klarkommen hier. Dann würde ich sagen, mache ich hier mal den ganzen Potzoll raus. Und das ersetzen wir dann einmal mit Gras. So. Ich war gestern einkaufen und ich habe nach langer Zeit habe ich mir wieder eine Packung Erdnussbutter gekauft, oder was heißt eine Packung, ein Glas, und dann habe ich auf der Rückseite so gelesen, einfach nur mal aus Interesse, ne, weil ich mal wissen wollte, ob da Zucker drin ist, also zusätzlicher Zucker, weil man kann ja ungezuckerte Erdnussbutter kaufen. Und da war Zucker drin übrigens. Aber dann lese ich so hinten die Verpackung und da steht einfach drauf, kann Spurenelemente von Nüssen enthalten. Und da habe ich gedacht, das ist schon krank, dass man das mittlerweile auch auf Produkte draufschreiben muss, wo eindeutig Nüsse drin sind. So, wenn sich jemand Erdnussbutter kauft, geht irgendjemand davon aus, dass da keine Nüsse drin sind? Ich weiß nicht, das ist aber irgendwie so, gefühlt echt ein bisschen merkwürdig, finde ich. Dass, ich meine, natürlich gut für so Nussallergiker und so, aber ganz ehrlich, die sollten wissen, dass in Erdnussbutter Nüsse sind, oder? Also, steht auch auf so Studentenfutter und zum Beispiel, wenn du dir eine Tüte Walnüsse kaufst oder sowas, steht da auch drauf, da können Spurenelemente von Nüssen drin sein, weil das stimmt ja eigentlich nicht mal, oder? Das sind ja keine Spurenelemente, das sind ja einfach Nüsse. So, keine Ahnung, Mann. Ist ein bisschen merkwürdig, finde ich. Ein bisschen sehr merkwürdig sogar. Ach, Mann, ey. So.
Das ist doch belastend hier. Wieso ist das hier alles so dünn? So. Okay, wir müssen hier auf jeden Fall ganz gut terraformen. Sonst haben wir bald ein Problem. Weil uns dann die ganzen Viecher hier auf den Kopf rieseln werden. So, und jetzt stecke ich hier fest, oder? Na, wobei, ich komme hier hinten lang. Okay. Dann wollen wir mal. Würde ich sagen, lege ich einmal den ganzen Pozzol ab hier vorne. Na, habe ich zumindest wieder ganz gut Pozzol gut gemacht, ne? Und dann... Ich habe nicht mehr wirklich viel Gras, aber ich habe übelst viel Erde. Deswegen würde ich sagen, ich nehme einfach mal normale Erde. Um das aufzufüllen. So. Dann füllen wir hier mal den ganzen Scheiß auf. Die Frage ist nur, wie ich das hier am Ende machen möchte. Ob ich hier auch einen Hafen hinmachen möchte. Weil in dem Fall könnte ich ja dann hier den Boden auch um einiges höher reinballern einfach. Die Frage ist nur, ob ich das will oder nicht. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie das am Ende alles aussehen soll hier. Weil, ne, ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die Stadt hier halt machen möchte im Endeffekt. Weil die Stadt hier vorne, die soll ja nicht so groß werden. Das soll ja mehr so eine kleinere Hafenstadt werden. Und, ich weiß nicht genau, ob ich... Ja, komm, das Glas kann da von mir aus bleiben. Das ist mir gerade scheißegal. So, Alter. 40 FPS, willst du mich echt verarschen? Was sorgt hier für diese Drecksframes? Ist es diese Farm hier? Ich hoffe nicht. Ich meine, da sind konstant Viecher drin, ne? Deswegen... Aber hier kriege ich keine schlechten Frames, von daher... Es ist, wenn ich hinter dem Lager stehe und in die Richtung gucke, dann sind die Frames extrem scheiße. Ich verstehe es beim besten Willen nicht. Was ist denn in die Richtung? Die Villager sind ja nicht mal in die Richtung. Die sind ja in die Richtung, nicht in die Richtung. Lufo versteht nichts. Ja, hier, wenn ich hier hingucke. Ach, fuck. Das ist doch belastend. Das ist doch scheiße. Naja. Was will man machen, wa? So. Ich frage mich auch gerade, ob ich vielleicht die Bienen mal woanders hin tun sollte hier. Weil die machen ja jetzt hier gar nichts mehr im Prinzip. Die stehen ja jetzt hier einfach nur noch rum und warten. Boah, das sieht schon, ne, das macht schon einiges mehr her. Auch wenn man es nicht wirklich sieht, aber wenn man in die Richtung guckt, die kleinen Details, die da sind, und das ist noch nicht fertig, machen schon einiges her, finde ich. Das ist geil. Da freue ich mich. Immer wenn ich sowas sehe, weißt du, wenn ich dann irgendwo stehe und man dann von weit weg oder so halt so kleine Details sieht, die ich irgendwo eingebaut habe, das freut mich immer. Das freut mich immer sehr. Das freut mich immer sehr. Weißt du was? Ich glaube tatsächlich, ich werde heute im Stream, werde ich mal eine Like-Busting-Folge machen, wo ich einfach mal probiere, was wir machen können, um den Lag hier zu reduzieren. Das wäre vielleicht mal eine Idee, hä? Weil es ist mir unmöglich, hier Spaß zu haben, wenn hier
Vor allem, wenn's so laggy ist halt einfach, ne? Das ist halt einfach kompletter Abfuck im Moment. Weil halt, es ist auch krank, wenn ich in die Richtung gucke, komplett weg, in die Richtung, überhaupt kein Problem. Über 100 Frames. Ich versteh's nicht. Liegt das an den Kisten? Das könnte natürlich sein, dass sie... Alter, ich glaube, das müsste man sogar in OBS sehen, oder? Dass es hier komplett Dia-Show ist, einfach. Das ist doch bescheuert. Weil ich hab mal gelesen, dass Kisten halt, weil Kisten auch, ne, weil Kisten als Entity zählen, also, ne, wenn man so eine Kiste anguckt, dann ist die Kiste kein voller Block, ne, sondern hier ist ein Pixel weniger bei der Kiste. Und deswegen wird bei der Kiste immer der volle Block gerendert, egal von wo man guckt. Wenn du aber diesen Erdblock hier anguckst, wird nur die Seite und die Seite gerendert, weil die anderen vier Seiten halt, ne, die sind halt gegen einen anderen Block und deswegen kann man die nicht sehen. Und deswegen weiß das Spiel, okay, da musst du nichts rendern, da gibt kein Problem. Aber die Kisten sind halt, werden halt komplett gerendert. Keine Ahnung. Das könnte ich vielleicht mal ausprobieren. Ob ich, wenn ich eine Kopie von der Welt mache und einfach mal alle Kisten aus dem Lager rauslösche, mal gucken, was dann passieren würde. Ich meine, ich kann das nicht machen in der Welt hier, weil, ne, ich brauche halt ein Lager, aber vielleicht gibt es irgendeinen Fix, den man machen kann, um seine Kisten weniger laggy zu bekommen oder was, keine Ahnung. Ich glaube, dass ein großer Teil des Lags auch mit OBS zusammenhängt und natürlich mit den Villagern, aber... Also OBS zieht mir ungefähr so, also die Aufnahme, das Aufnahmeprogramm, was ich benutze, zieht mir ungefähr so 4 Frames, glaube ich, 4-5 Frames normalerweise. Also das ist nicht merkbar, aber ich glaube, die Villager haben vielleicht was damit zu tun und auf jeden Fall die, auf jeden Fall irgendwelche anderen Lebewesen noch oder irgendwo liegen halt lauter Items rum, keine Ahnung. Keine Ahnung, was das ist hier mit dem Scheiß. So. Ach, guck mal, hier müssen wir ja auch noch zumachen, ne? Das wäre auch noch eine Maßnahme. Die Farm habe ich auch nicht mehr benutzt, seitdem ich sie gebaut habe. Tja. Das könnte ich auch mal machen, dass ich da mal hingehe und das zuballer. Von oben mit Blöcken. Muss ich aber erst hingehen und unten ausleuchten. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger dann. Ausleuchten, ausschmeuchten. So. Ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, wenn ich streame, dass ich hier nicht Sachen spoiler, die hier passiert sind in der Welt. Weil ich möchte natürlich streamen, aber ich möchte auch nicht, dass hier von den vorproduzierten Sachen alles gespoilert wird. Und ich mag auch irgendwie jetzt nicht nochmal mit der Streamwelt jetzt nochmal komplett anfangen. Weil ich so im Gefühl habe, dass halt, da habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gespielt. Da habe ich komplett den Touch verloren mit irgendwie. Ein bisschen problematisch hier. So, das ist doch ganz nice hier. Und dann kann man halt hingehen und hier vielleicht noch ein bisschen... Ich glaube, den Supersmelter werde ich irgendwann auch wieder abbauen. Vielleicht hier einmal gerade ein bisschen... So.
Ja, ne? Zack, Junge. Okay, dann legen wir gerade das alles mal wieder ab hier. Dann gehe ich mal gerade hier rüber und hole mal mein Aua. Wobei, hab ich hier noch welche? Nee, ne? Verdammt. Die sind jetzt alle hier. Plöpp. Holen wir uns mal gerade ein paar hiervon. Südle. Und dann würde ich mal gerade. Dann würde ich gerade mal hingehen und hier. Ne? Ich hoffe, das sind nicht die ganzen Weizendinger, die hier für den Lag sorgen. So. Ich will auch hier nicht alles unbedingt komplett zuballern mit Weizen, aber ich finde, das macht immer so ein bisschen, ne, das markiert so ein bisschen, dass hier der Farming District ist. Alter! Chill doch mal Musik, ey. Ernst? Ich finde, das ist immer so eine ganz schöne Angelegenheit hier. Und ich muss dann auch nochmal komplett durch die ganzen Felder durchgehen und alle Teile nochmal neu bestücken, wo irgendwie ein Trader oder ich drauf getrampelt sind. Ist halt ein bisschen belastend, dass die Trader immer alles kaputt machen da. Ich weiß nicht, ob die in dem Feld spawnen oder ob die auf den Wegen daneben spawnen oder sowas. Keine Ahnung. Und hier müsste ich eigentlich auch hingehen und die Teile nochmal ersetzen mit Steinen, dass man hier sieht, dass es nicht auf Erde steht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man es eh am Ende nicht sieht, weil wenn die Teile gewachsen sind, verdecken die das ja so ein bisschen. So. So was. Dann glaube ich, werde ich hier einmal noch. Hier entlang ziehen. So, aber nicht zu weit. Ich möchte nicht komplett einmal rum, sondern ich glaube, ich werde. Ich werde hier irgendwie sowas in die Richtung machen. So dass wir hier noch ein bisschen Platz für anderen Kram haben dann. S'il vous plaît. Was heißt das eigentlich? Ich habe das schon so oft in letzter Zeit gehört. Irgendjemand sagt sehr oft s'il vous plaît. Ich weiß aber nicht, was das bedeutet und ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Kann irgendjemand Französisch? Ich würde es ja vielleicht googeln, wenn ich wüsste, wie man es schreibt. Belastend. Okay, so. So, ich glaube, da ist das ganz gut. Dann die Mauer hier ist natürlich auch noch so dezent irgendwie, weißt du, das ist halt so eine Mauer, die ich mal gebaut habe, dass hier die Viecher von der Seite nicht reinkommen. Wenn man aber hier irgendwas hinmacht, was hier dafür sorgt, dass die Viecher nicht reinkommen. Dann braucht man die Mauer natürlich nicht mehr unbedingt. Ich meine, ich könnte hier auch vielleicht. Ich habe keine Samen mehr. Nein! Okay, hallo? Aua. Mal Schläfchen, Schlückchen Kaffee.
So. Oh, ganze 64, krank. Okay, das ist natürlich nicht so krass, wie ich gedacht habe. Hey. Okay. Dann springen wir gerade hier mal schnell rüber. Und dann kann ich hier gerade nochmal... Ne, die Mauer kommt weg, deswegen ist mir das hier gerade auch egal eigentlich. Aber ich möchte halt hier, ne? Bisschen Ordnung mal in die Welt bekommen. Und ich glaube, mit so Dekorationen kann man immer so ganz schön so ein bisschen so eine Abgrenzung setzen. So nach dem Motto, ja, hier ist jetzt... Ne? Hier ist jetzt das, da kann jetzt nichts mehr anderes hin. So. Ich glaube, das ist ganz okay. Freunde, ich würde sagen, das war's von dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.